Willkommen zum Europa-Magazin, willkommen zum Bericht aus Brüssel. Eigentlich müssen uns die Departementswahlen in Frankreich nicht sonderlich interessieren. Sie sind eine Art Kreistagswahl. Aber wenn heute Abend die Stimmen ausgezählt werden, dann wird ganz Europa darauf sehen, wie die rechte Partei Front National abgeschnitten hat. Sie ist offen antieuropäisch, was sie freilich nicht hindert, sich ihren Parteiapparat teilweise aus der EU-Kasse finanzieren zu lassen. Möglicherweise illegal. Das wird gerade untersucht. Katrin Mattei und Bettina Scharkus. Die Jeanne d'Arc der französischen Patrioten will sie sein. Marine Le Pen in ihrer Hochburg, ganz im Norden Frankreichs, in der Nähe von Lille. Ihre Botschaft ist schlicht. Dieses System ist ein System der Vergangenheit. Wir sind die Kraft der Zukunft und das fühlen alle Franzosen. Rechtschaffen und glaubwürdig sei die rechtsextreme Politikerin, schwärmen ihre Anhänger. Sie vertrauen Marine Le Pen. Ja, sagt dieser Mann zu 100%. Sie ist eine ehrliche, eine anständige Person. Am gleichen Tag im Europaparlament, hier sollte die Abgeordnete Le Pen eigentlich sitzen und Politik machen. Sie ist nicht da, wieder einmal und mehr noch. Ihre Partei könnte in einen handfesten Finanzskandal verwickelt sein. Im offiziellen Organigramm des Front National tauchen 20 Funktionäre auf, hier rot markiert. Die sind aber gleichzeitig angestellt als Mitarbeiter von EU-Abgeordneten. Vom Europaparlament werden sie also bezahlt. Der Vorwurf, sie streichen das Geld aus Brüssel ein, arbeiten aber nicht für Europa, sondern für die Partei in Frankreich. Vorausgesetzt, die lassen ihre Assistenten für eine Partei arbeiten, aber durch das Europäische Parlament bezahlen, dann ist das Betrug. Und wenn die Kasse der Europäischen Union geplündert wird zugunsten einer Partei, ist das auch illegale Parteienfinanzierung. Sollten die Vorwürfe stimmen, sei dies ein besonders dreister Betrug, so unabhängige Beobachter. Es gab in der Vergangenheit mal ein oder zwei Fälle, aber dass nun 20 Assistenten unter Verdacht stehen, das ist wirklich neu und beispiellos in den letzten Jahren im Parlament. Das Parlament hat die Anti-Betrugsstelle OLAF eingeschaltet. Die Fahnder sollen den Fall jetzt untersuchen. Allein Marine Le Pen arbeiten 5 Mitarbeiter offenbar persönlich zu, die vom europäischen Steuerzahler finanziert sein sollen, mit bis zu 9.000 Euro monatlich pro Person. Zum Beispiel Julien Odoul, er kandidiert bei den aktuellen Regionalwahlen. Philippe Muret, er leitet eine Umweltinitiative der Partei. Und Bruno Bild ist nicht nur persönlicher Berater der Parteichefin, er organisiert auch den Wahlkampf in Frankreich und kümmert sich um die Ortsverbände. Wir können alle Fragen dazu beantworten und haben überhaupt nichts zu befürchten. Herr Schulz hat sich in unseren Wahlkampf eingemischt. Das ist ein schmutziges Manöver, lächerlich. Er benutzt seine Funktion als Parlamentspräsident, um seinen Sozialistenfreunden in Frankreich zu helfen. Wir haben in Europa immer irgendwann Wahlen. Ich kann aber nicht meine Feststellungen an Wahltermine knüpfen. Insofern ist die Aussage von Frau Le Pen nicht nur nicht stichhaltig, sondern sie ist politischer Natur. Im Europawahlkampf triumphierte Marine Le Pen mit einer Anti-Brüssel-Kampagne. Und jetzt sollen von der EU bezahlte Mitarbeiter womöglich ihren rechtsextremen Wahlkampf organisieren? Zynischer Kommentar dazu vom Vizeparteichef und Europaabgeordneten. Im Grunde hat Schulz ja recht, unsere Assistenten arbeiten nicht für, sondern gegen die Europäische Union. Anderen Europaabgeordneten des Front National scheint das Thema doch unangenehm zu sein. Sie weichen unseren Fragen aus. Die Affäre könnte für die Rechtsextremen teuer werden, ganz zu schweigen vom Imageverlust. Sie müssten einen Teil der Gehälter wohl zurückzahlen. Wenn Assistenten für das Parlament arbeiten sollen, aber etwas ganz anderes tun, dann wäre das wohl das Mindeste. Auch in Frankreich schlägt die mögliche Betrugsaffäre Wellen. Doch die Begeisterung der Anhänger ist ungebrochen. Es sei doch alles eine Verschwörung des politischen Gegners. Kritik wird einfach weggelacht.
Für mich ist das mal wieder eine Medienkampagne der Sozialisten. Die hängen doch alle zusammen, die etablierten Parteien. Das sind doch Vorwände. Man will verhindern, dass Marine Le Pen weiterkommt. Man hat einfach Angst, dass sie die Wahlen gewinnt. Mit der Marseillaise singen die Rechten gegen den politischen Gegner an und auch gegen das verhasste Brüssel. Dort, wo sich angeblich doch nur alle die Taschen voll machen. Dass der Front National vielleicht genau das tut, das will man hier lieber nicht wahrhaben. Mit Steuererhöhungen und Privatisierung will die griechische Regierung also ihre Finanzlage stabilisieren. Ihre Maßnahmenliste wird seit diesem Wochenende von Experten der früheren Troika geprüft, was nicht ganz einfach ist. Denn seit Wochen verweigern die griechischen Behörden den Experten nahezu alle Auskünfte, die jetzt nötig sind, um die konkrete, praktische Wirkung dieser Maßnahmen beurteilen zu können. Dabei geht es nicht nur um die finanziellen Folgen, sondern auch um jene für die dringend erforderliche Belebung der Wirtschaft. Auch griechische Kleinunternehmer sind verunsichert. Ellen Trapp. Black Duck, schwarze Ente. Dieses Restaurant in Athen ist ihr Lebenstraum. Als Dora Risou vor 7 Jahren ihren Job verlor, hat sie mit Mitte 50 noch einmal von vorn angefangen. Mittlerweile beschäftigt sie 20 Leute. Da das Restaurant recht gut läuft, würde sie gerne expandieren. Trotz der Krise. Dora Risou ist Realistin. Sie weiß, dass einige Wahlkampfversprechen zu einem Problem für sie werden könnten. Wenn zum Beispiel die Sondersteuer auf Alkohol, die es zusätzlich zu den 23% Mehrwertsteuer gibt, erneut erhöht würde. Da Alkohol ohnehin sehr teuer ist, müsste sie dann ihre Gewinnmarge reduzieren. Das sei sie den Kunden schuldig. Außerdem wird auch noch über die Rente mit 67 spekuliert. Die Gerüchteküche brodelt. Wir werden alle älter. Deshalb können wir nicht schon mit 55 in Rente gehen. Für manche Berufsgruppen, die körperlich arbeiten, sollte Rente mit 67 aber indiskutabel sein. Für ihren Sohn Michalis, der ganz in der Nähe auch ein Café betreibt, ist die Rente noch Zukunftsmusik. Wenn er jetzt hört, dass ein europäischer Wachstumsplan von bislang 21 Milliarden Euro auch Griechen helfen soll, klingt das für Michalis nach sehr viel Bürokratie. Wovor Unternehmer heute zurückschrecken, auch ich, ist eher das Verfahren, um die Genehmigung zur Auszahlung dieser Gelder zu bekommen. Du bekommst Angst, weil du investierst in den Betrieb, in Personal. Man schießt Eigenkapital vor, weiß aber nicht, ob man diese Fördermittel überhaupt bekommt und vor allem wann. Michalis und seine Gäste wollen die Hoffnung so leicht nicht aufgeben. Wie die Regierung Tsipras weiter vorgehen wird, bleibt für sie ein Rätsel. Warum ratlos? Weil es keine konkrete Richtung gibt. Heute sagen sie dies, morgen das. Heute geht er und lächelt Merkel an. Vor 2 Wochen hat er noch gesagt, go back, Merkel. In Michalis Café ist der Umsatz seit Bekanntgabe der Neuwahlen Ende vergangenen Jahres um 25% niedriger verglichen mit dem Vorjahr. Wann kommen endlich bessere Zeiten? Michalis Mutter Dora Risou sieht im Besuch der Regierung bei den Chinesen ein gutes Zeichen. Eine Delegation ist für einige Tage im Reich der Mitte auf der Suche nach Investoren. Sollen die Chinesen die griechische Wirtschaft ankurbeln? Ich heiße chinesische Investoren herzlich willkommen. Auch wenn sie aus Somalia kämen, wäre ich mit ihnen einverstanden, weil ich Investitionen gut finde, um Produktion anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Hauptsächlich natürlich für die jungen Leute, damit sie eine Perspektive haben. Für die wenigsten gibt es eine Perspektive, nur neue Horrornachrichten, die verunsichern. Schon morgen, heißt es, wird die Regierung ihre Finanznot mit einem Griff in Renten und Sozialkassen zu lindern versuchen. Ich finde das sehr unfair. Allein was mich selbst betrifft, die ich so viel in die Sozialkassen eingezahlt habe, all die Jahre, die ich gearbeitet habe, das ist sehr bitter. Es ist, als würden Diebe in mein Haus eindringen und sich in meiner Vorratskammer bedienen. Keine einfache Zeit diese Wochen in Athen und Dora Risou wird sich weiter gedulden müssen. Darin übt sie sich ohnehin schon seit 5 Jahren, seit Beginn der Krise.
Mit dem transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP ist die Handelspolitik der EU plötzlich ein Thema geworden. Jahrzehntelang hat sich kein Mensch dafür interessiert, obwohl sie einen Kern der europäischen Politik bildet. Denn der europäische Markt ist so groß, dass die EU die Macht hätte, in ihren Handelsverträgen Standards durchzusetzen. Für die Umwelt, gegen Kinderarbeit, im sozialen Bereich. Aber in ihren ungefähr 200 Handelsverträgen hat sie das kaum getan. Gudrun Kirfe. Benetton ist italienische Mode und ein Bekenntnis. Gegen Krieg. Gegen Kinderarbeit. Gegen AIDS. Für Menschenrechte. Die liegen Benetton, glaubt man der Werbung, besonders am Herzen. Diese Näherinnen in Bangladesch hatten keine Menschenrechte. Als ihre Textilfabrik vor 2 Jahren einstürzte, starben 1134 Menschen. Viele hatten sich morgens geweigert, in die Fabrik zu gehen, weil überall Risse in den Wänden waren. Vergeblich, mittags waren sie tot oder schwer verletzt. Und Benetton, der Streiter für die Menschenrechte, stritt ab, überhaupt etwas mit der Fabrik zu tun zu haben, bis man dieses Hemd unter den Trümmern fand. Die Internationale Arbeitsorganisation, eine Tochter der UNO, hat einen Hilfsfonds aufgelegt für die Opfer und Hinterbliebenen. Internationale Textilkonzerne zahlten Millionen ein. Nur eine Weltmarke weigerte sich. Benetton. Warum beteiligt sich der Modegigant nicht am UNO-Fonds? Wir bitten um ein Interview. Der Konzern antwortet nur schriftlich. Er habe kurz nach dem Unglück eine Hilfsorganisation namens BRAC finanziell unterstützt. Mit welcher Summe verrät Benetton nicht. Auch 2 Jahre nach dem Unglück hält Benetton an dem Billiglohnland fest. In vielen Sachen hängen die Schildchen Made in Bangladesch. Wir fragen noch einmal nach, warum zahlt Benetton nicht in den UNO-Fonds? Noch immer gibt's kein Interview. Stattdessen eine Überraschung. Benetton kündigt an, sich nun doch am Hilfsfonds beteiligen zu wollen. Nur wann und mit wie viel bleibt wieder offen. Und die EU? Was hat sie mit den Näherinnen in Bangladesch zu tun? Das bettelarme Land ist die Nähstube Europas. Die EU hat durch großzügige Handelsabkommen den Textilboom in Bangladesch erst möglich gemacht. Alles außer Waffen darf das Land zollfrei in die EU einführen. Egal, unter welch erbärmlichen Umständen die Sachen hergestellt werden. Totschick heißt das neue Buch von Gisela Burkhardt. Dafür war die Aktivistin immer wieder in Bangladesch. Inzwischen gibt es dort wenigstens ein Gebäudesicherheitsabkommen. Aber reicht das? Leider hat das noch nicht zur Folge, wenn die Sicherheit jetzt sicher besser wird, dass damit auch die Arbeitsrechte garantiert werden in Bangladesch. Das ist eben ein Riesenproblem. Da sind wir heute genauso weit wie vor Rana Plaza. Es werden weiter Frauen diskriminiert, es gibt weiter massive Überstunden, es gibt weiter einen viel zu niedrigen Lohn. Das wissen auch die zahlreichen EU-Delegationen, die das ferne Land bereist haben. Es wurden Resolutionen verfasst, aber es blieb bei schönen Worten. Beklagt Gisela Burkhardt. Es gibt schon inzwischen Handelsabkommen, über 200 Abkommen, Handelsabkommen, bilateral zwischen EU und einzelnen Ländern, wo sogenannte Sozialklauseln drin sind. Diese Sozialklauseln sind aber so weich formuliert und haben vor allen Dingen keine Sanktionsmöglichkeiten bestehen in diesen Verträgen, dass man das auch einklagen kann. Das heißt, die Sozialklauseln klingen ganz wunderschön, aber in der Realität können sie gar nicht eingeklagt werden. Was in den Handelsverträgen der EU fehlt, sind verbindliche Arbeitsrechte. Und ein Gesetz, das die Haftung von Unternehmen entlang ihrer gesamten Lieferkette regelt. Bernd Lange, der Handelsexperte der SPD, ist trotzdem optimistisch. Die alte EU-Kommission war unterirdisch, was die Frage von Menschenrechten und Arbeitnehmerrechten in Handelsabkommen anbetrifft. Die neue Kommissarin ist da offener. Ich bin der festen Überzeugung, die hat im Moment die Seekarte ausgebreitet und sucht jetzt den Kurs. Damit der Handel mit armen Ländern vielleicht doch noch fair wird. Tja, vielleicht.
Die schwedische Kommissarin Cecilia Malmström ist erst seit einem guten Jahr für die Handelspolitik der EU verantwortlich. Im Interview vor unserer Sendung fragte sie zunächst, warum Europa seine Möglichkeiten in der Handelspolitik nicht besser nutzt. Was vor zwei Jahren in Bangladesch geschah, war wirklich verheerend. In vielen Ländern weltweit gibt es immer noch Probleme. Das liegt nicht an unserer Handelspolitik, aber wir können sie nutzen, um Fortschritte zu erzielen. Wir haben oft schöne Worte in unseren Handelsverträgen, aber einklagbare Rechte sind das nie. Wir können Handelsverträge aussetzen, und das ist auch schon passiert, wenn gegen Menschenrechte verstoßen wurde. Aber man muss abwägen, falls wir ein Handelsabkommen aussetzen, würden viele Menschen ihre Arbeit verlieren und Familien leiden. Sie müssen die negativen Effekte abwägen. Es geht ja gar nicht darum, Gutes zu tun. Müssen wir uns nicht auch vor Sozialdumping schützen? Es ist gesetzlich möglich, Firmen zu verklagen, die in fremden Ländern Gesetze missachten. Theoretisch geht das. Und viele Länder übernehmen auch das Modell freiwilliger Selbstkontrolle. Aber das reicht noch nicht, noch lange nicht. Da stimme ich Ihnen zu. Es gibt noch enorm viel zu tun, doch die Kunden wollen das. Sie wollen wissen, wenn sie Kleidung kaufen, wie ist das Hemd produziert? Und wenn mit Kinderarbeit, dann lassen sie es liegen. Aber wir haben zum Beispiel einen Handelsvertrag mit Westafrika. 66 Seiten, wenn ich nicht irre, und kein einziges Wort von Kinderarbeit. Ergebnis: 1 Million Kinder arbeiten auf den Kakaoplantagen dort unter unglaublichen Umständen. Wir sind mächtig genug, wir könnten das verhindern. Ich denke nicht, dass die Europäische Union die Probleme weltweit einfach abschaffen kann. Aber wir können gewiss dazu beitragen. Es gibt so viele verschiedene Plattformen, auf denen die EU hilft, Zustände in Entwicklungsländern zu verbessern. Aber die EU hat nicht genug Gewicht zu sagen, Kinderarbeit wird morgen gestoppt. Wenn wir nicht Gewicht in der Welt haben, wer denn dann? Wir sind der größte Markt für sie. Wir haben Gewicht. Wir haben auch ein spezielles Betreuungssystem mit vielen Ländern. Dann müssen die 27 verschiedenen Konventionen zustimmen über Arbeitnehmerrechte, Kinderschutz, und das überwachen wir. Wir versuchen erst mit den Ländern zu arbeiten, ihnen zu helfen, statt ihnen die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Wir exportieren ja auch. Hühnerteile liefern wir nach Afrika, Schweinefleisch, das wir nicht wollen, das in Afrika die Märkte zerstört und kleinbäuerliche Existenzen vernichtet. Wir schaffen selbst den Grund dafür, dass Menschen aus Afrika fliehen, dass sie übers Mittelmeer kommen. Und dann stellen sie hier das Migrationsproblem dar. Ich glaube nicht, dass Sie sagen sollten, wir schaffen die Probleme, dass die Menschen fliehen. Aber wenn wir doch mit unserem Fleisch die Landwirtschaft dort zerstören. Aber wir helfen doch auch, Märkte aufzubauen in solchen Ländern. Mit Billigfleisch aus Europa? Das haben einzelne Länder in bilateralen Verträgen geklärt. Aber wir helfen auch vielen Ländern, einen eigenen Markt aufzubauen und erlauben ihnen, zollfrei in die EU einzuführen und sich hier eigene Absatzmärkte zu schaffen. Handel ist auch ein starkes Instrument gegen Armut. Sie suchen gerade einen neuen Kurs für die Handelspolitik. Haben Sie ihn schon gefunden? Das ist nicht ganz so einfach. Man kann nicht sagen, wenn wir das machen, passiert das. Da spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Wir überprüfen gerade unsere Prioritäten, und im Herbst werde ich ein Konzept vorlegen, mit dem wir dann Handel, Entwicklung und unsere Werte besser miteinander in Einklang bringen wollen. Na, hoffentlich. Hinter dem Flugzeugabsturz der Germanwings in den französischen Alpen stecken viele Einzelgeschichten. Eine, sicher nicht die wichtigste, handelt von Bernard Bartolini. Seit über 30 Jahren ist er ehrenamtlich Bürgermeister von Presse-Haute-Léon, einer Gemeinde mit etwa 190 Einwohnern. Und fast so viele Totenscheine muss er jetzt ausstellen, denn die Maschine stürzte in seiner Gemeinde ab. Michael Heusen. Kondensstreifen zeigen die Routen der Flugzeuge über Prass. Im Örtchen am Ufer der Bleon scheinen die Uhren langsamer zu gehen als sonst wo. Am Dienstag aber sind sie stehen geblieben. Denn nur wenige Kilometer entfernt ist die Germanwings-Maschine an einer Felswand zerschellt, auf dem Gebiet ihrer Gemeinde.
Wir haben ungefähr genauso viele Einwohner wie Menschen im Flugzeug gesessen haben, sagt uns Bürgermeister Bartolini. Paradox. Und er ist jetzt derjenige, der 150 Totenscheine ausstellen muss. Ich habe gestern mit dem deutschen Konsul gesprochen, den ich hier getroffen habe. Er hat mir erklärt, dass wir, wenn es soweit ist, eng zusammenarbeiten werden, um diese Urkunden auszustellen. Aber von unserer Seite aus brauchen wir dafür erstmal die Geburtsurkunden der Opfer. Also alle Geburtsurkunden? Ja, mit den Namen der Opfer, aber auch mit den Namen ihrer Eltern. Auf Französisch oder auf Deutsch? Wir werden sie in beiden Sprachen ausstellen, wenn es nötig ist. Je nachdem, wie es in den Ländern gewünscht ist. Vor einigen Tagen fühlte sich Bartolini in den Mittelpunkt der Welt rein katapultiert. Mit den Bürgermeisterkollegen aus den Nachbarorten wartet er auf seinen Staatschef, auf Spaniens Ministerpräsidenten und auf Bundeskanzlerin Merkel. Sie zeigen den Besuchern, wo der unerreichbare Ort hinter dem Felsmassiv liegt, wo die Maschine zerschellt ist. Die Kanzlerin wollte mit ihrer Anwesenheit ein Zeichen setzen. Sie hat sich ins Kondolenzbuch eingetragen und eine Kerze für die deutschen Opfer entzündet. Ich denke, dieser eindrucksvolle Moment wird uns immer in Erinnerung bleiben. Vor allem das Schicksal der Schulklasse aus Haltern am See hat die Menschen in Prass bewegt. Sie diskutieren jetzt eine Idee von Bürgermeister Bartolini. Sie wollen eine Städtepartnerschaft anbieten mit Schüleraustausch und gegenseitigen Besuchen. Das ist ihre Art, das Geschehene zu bewältigen. Der Absturz, der letzte Dienstag, das hat das Leben von uns allen hier verändert. Das ist so ein dramatisches Ereignis, eine Tragödie. Jedes Mal, wenn ich in Zukunft an dieser Stelle vorbeikomme, werde ich daran denken müssen, dieser Ort wird für uns heilig bleiben. Angehörige von Opfern sollen in ein paar Minuten kommen. Bartolini hat einen neuen Blumenstrauß bestellt. Ständig pendelt er zwischen seinem Rathaus und der Gedenkstätte im Nachbarort. Die Absturzstelle, sie ist vom Tal nicht zu sehen, aber in Gedanken sind sie alle dort oben bei den Opfern. Die Taliban haben es in Afghanistan getan, der Islamische Staat im Irak, aber sie sind nicht allein. Wo Krieg herrscht, werden unersetzliche Kulturgüter zerstört und manchmal auch schlichtweg geplündert und verkauft. An Sammler in der ganzen Welt, auch in Europa. Ein Niederländer versucht, mit ein paar Gleichgesinnten zu retten, was zu retten ist. Cornelia Kolden. Zerbombte Baudenkmäler, Kunst im Kreuzfeuer der Kriegsparteien. Im Minutentakt zerfällt in Schutt und Asche, was Jahrtausende überdauerte. Weltweites Entsetzen. Ist es doch unser Weltkulturerbe. Hauptübeltäter der Islamische Staat, aber stimmt das? Schon 2003 wurde das Nationalmuseum in Bagdad spektakulär geplündert, vieles zerstört. Mitten im Krieg half damals bei der Wiederbeschaffung und Restaurierung auch ein niederländischer Wissenschaftler. Heute ist er im Ruhestand, aber im friedlichen Utrecht kämpft er weiter für das bedrohte Kulturerbe mit dem Verein Heritage for Peace, Erbe für den Frieden. Es gab eine Bibliothek, von Assads Armee angegriffen worden ist. Vorher, so 24 Stunden vorher, war der Direktor klug genug, um die meistwichtigen Bücher und Instrumente aus dem Museum, aus dem Lager zu holen und in Privathäuser unterzubringen. Und das hat er uns gesagt und wir haben ihn beraten, wie das am besten zu machen. Archäologen, Museumspersonal, niemand bezahlt sie im Krieg. Heritage for Peace sammelt Geld für sie, berät und schult die wenigen, die in Kriegsgebieten versuchen, historische Stätten und Antiquitäten zu sichern und zu dokumentieren. Für ein Leben nach dem Krieg. Für die berühmte Stadt Nimrud kommt die Hilfe zu spät. Dies sind Archivaufnahmen. Der IS hat Nimrud vor kurzem zerstört. Plünderer und Vandalen hinterlassen vielerorts nur noch Mondlandschaften. Aber soll man sich um Kultur kümmern, wenn so viele Menschen sterben?
wenn man die Bücher verbrennt, verbrennt man schließlich auch die Menschen. Und das ist natürlich auch so. Also wenn es ist auch eine Verlängerung von Genozide. So, man kann die Leute natürlich zerstören, annihilieren, töten, erschießen. Aber wenn man das, was die Leute repräsentiert, zerstört, wenn man die Geist zerstört, wo bleiben dann die Leute? Auslöschung. Darum geht es dem IS. Dem Volk seine Identität nehmen. Aber in der Zerstörung liegt noch eine andere Botschaft an den Westen. Seht her. Kunstschätze aus der Region werden immer rarer. Und deshalb kann man sie immer teurer verkaufen. Das macht nicht nur der IS. Er ist im Netz nur präsenter. Man hat die IS zum Schatten scharf gemacht und hat gesagt, die IS sind die Terroristen, die das ganze Kulturgüter von Syrien zerstört. Ist aber nicht wahr. Assad macht das Gleiche. Al-Nusra macht das Gleiche. The Free Syrian Army auch. Vielleicht, vielleicht weniger, aber dann reden wir von Quantität. Aber die machen das alle. Und auch das schicke und reiche Dubai profitiert von dem gefährdeten Kulturerbe. Denn hier wird ein großer Anteil der Raubkunst aus dem Nahen Osten umgeschlagen. Mittlerweile zu Höchstpreisen. Reiche Kunden schätzen Dubais Freihafen, wo blutige Kunst und Antiquitäten weiß gewaschen werden. Ihre Herkunft wird hier verschleiert. Da kriegt man neue Papiere, kann man einfach kaufen und dann wird das weitergeleitet nach, meistens nach dem Westen. Aber in Dubai und den anderen Golfstaaten, wieder die reiche Scheichs das natürlich gerne zu ihrer Kunstsammlung hinzufügen. Klar. Skrupellose Sammler kommen auch aus Deutschland und den Niederlanden. Gerade in diesen Ländern werden immer wieder Stücke gehandelt, die mit ziemlicher Sicherheit Kriegsbeute sind. Vielleicht glauben Käufer sogar, dass sie Kulturgut vor Zerstörung retten. Aber sie schaden den Menschen, denen es genommen wurde. Und die können sich hier nicht an die Justiz wenden. We are people who care. Wir sind Leute, die uns darum kümmern. Und aber die meisten von meinen Kollegen in England, Amerika, sind schon davon überzeugt, dass das das meist Wichtige im Krieg ist die Leute und weniger die Antiquitäten. Über 250.000 Leute, Syrier, sind getötet in den vergangenen 4 Jahren. Und die Sachen, die wir versuchen zu retten, sind für die Leute, nicht für uns. Nicht für sie, nicht für mich. Was Techeler freut: Das Nationalmuseum in Bagdad erstrahlt heute fast wieder im alten Glanz. Aber die Sicherheitslage erlaubt nicht, es zu öffnen. Bis die Menschen ihr Kulturerbe wieder sehen dürfen, schlummern die Schätze im Dunkeln, warten auf den Frieden. Das war's aus Brüssel. Mehr Informationen gleich in der Tagesschau. Danke fürs Zusehen. Fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Wir alle im ARD-Europa-Studio wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag.